Komm, was ist der Haken? Gute Frage. Wir haben drei Leute, die werden ihre Fragen beantworten. Zuerst werden wir Willeroo. Sie arbeitet bei der MIT. Und dann haben wir Kate Cross. Die ist Leiterin der Kommunikation für der Tor-Projekt. Sie arbeitet seit März und sie ist einen Menschenrechtsaktivisten in China. Dann haben wir Josh. Oh, Josh ist noch dort. Es ist Josh. Josh King. Wer arbeitet beim Open Technology Institute? Und Nat wird moderieren heute Abend. Und sie werden ihre Fragen heute beantworten. Und ja, ihr wisst schon, das wird übersetzt. Der Nummer ist 8011. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, viel Spaß. Hallo zusammen, vielen Dank fürs Kommen. Ich bin Nat Meisenberg und ich bin ein Technologist für die Open Source Institute und das ist ein Think Tank in Basistan, in Washington. Was OTI tut, es prüft die Cyber Security und Entwicklung von Free Software und ganz einfach Entwicklung von Free Software. Das ist eine Sache, die ich mache. Zum Beispiel, ich arbeite auf einem Commercial Wireless Projekt mit Josh, mit der später darüber erklären wird. Und ich arbeite auch für TripleLink und ich habe auch für Jahre gearbeitet als Consultant für verschiedene Gruppen und Firmen und damit sie benutzen Free Software. Und das sind zwischen 15 und 13 Jahren, abhängig wie man zahlen will. Ich habe mich gefunden in diesem Ökosystem von Projekten, die fundiert wurden von der US-Regierung. Und für mich hat es ziemlich viele ethische Fragen gemacht. Und das sind Fragen, die ich mich vorher nicht gestellt hatte und wir haben diese Diskussion immer wieder und ich wollte diese Diskussion auch außerhalb von unserem Kreis und es gibt keine bessere Platz, um das zu tun, als hier auf dem Camp und ich hoffe, dass wir eine sehr, sehr gute Besprechung haben werden darüber. Und also verschiedene Modelle für Free Software und wo das Geld herkommen soll. Und ich werde jetzt über meine eigene Erfahrung reden und wir werden nicht die ganze Stunde arbeiten. Wir werden versuchen, für eine halbe Stunde zu reden und dann versuchen wir, so schnell wie möglich in der Besprechung zu kommen, in den Dialog. Es ist meistens über Ethik und Prozesse. Wenn ihr wirklich tiefe Fragen über Protokolle und so weiter, wir wollen darüber reden, aber nur nicht hier. Vielleicht später. Aber wenn ihr da fragt, dann werde ich möglicherweise wegmoderieren. Und eher in Sachen, die für ethische Prozesse und allgemein soziale Diskussionen. So, es gibt verschiedene Methoden, ein Open Source Projekt zu finanzieren. Und ich will nicht sagen, dass das Regierungsgeld ist das Beste oder das Einzige. Wir wollen nur mal kurz. Wir können es machen, wir können es schön gut machen und deswegen versuchen wir. Wir empfehlen euch zusammen zu listen, zu hören und uns dann zu erklären. Übrigens, wir sind alle Amerikaner und deswegen unsere gesamte Erfahrung ist mit amerikanischen Regierungen. Also wir wollen auch mal sehen, wie es in der breiten Welt ist und ja. Also, meistens die Leute denken, dass die Regierung ist diesen Riesending, diesen monolithisches Ding. Und es gibt eine Regierung in Amerika. Eigentlich ist es nicht so. Es sind verschiedene Agencies, die verschiedene Rollen haben. Manchmal überdecken sie sich, manchmal nicht.
Und die Sache, die wirklich interessant ist über Washington, ist, so viel wird getan von Leuten, die in deren 20 oder 30 Jahre alt sind. Und sie schreiben die Gesetze. Die Gesetze werden geschrieben von Leuten, die direkt raus aus dem aus der Uni. Also es ist sehr, sehr. Es könnte sein, dass es unterschiedlich ist von was ihr denkt, dass es ist. Und es ist auch vielleicht ein bisschen. Es ist unterschiedlich von wie es dargestellt wird im Fernsehen und Filme. Also ein Beispiel: die White House, die Weißes Haus. Hat einen Hackathon und sie arbeiten, wo Leute mit Python arbeiten, JavaScript und das alles geht auf GitHub als freie Software. Und jetzt die Kommentare werden über Open GitHub verwendet. Also in manche Teile der Regierung wird es wahrgenommen und verwendet. Und wirklich direkt wie aus Silicon Valley. Es gibt, also ich muss es wissen, es gibt eins, zwei Plätze, wo es gar nicht wahr ist. Und das ist einmal die Verteidigung und Geheimdienste für offensichtlichen Gründen. Es sind andere Gründe, also es gibt andere Quellen. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Foundations, die da Geld geben. Aber auch wenn sie toll sind, sind sie relativ klein und arbeiten eher für Prototypen und für kleinere Arbeiten. Und das ist schön, aber wenn man wirklich erfolgreich haben will mit vielen Benutzern und dass es von sich allein leben kann, dann man braucht mehr als 6 Monate, also 6 Monate Geld für ein, zwei Entwicklern. Und die US-Regierung spendet ziemlich viel Geld. Vor 2012, das Geld für Internet Freedom war circa 20 bis 25 Millionen. Nach 2013 sind das 55 Millionen Dollar. Und es ist gegangen, weil die haben Erfolg gehabt mit Free und Open Source Software. Es gibt immer diese Projekte, die machen mehrere Jahres-Roadmap und zahlen Entwickler mit tatsächlich, damit sie Leben davon gönnen, weil manchmal will man essen. Und jetzt werde ich aufhören zu reden und werde die Willow den Paul übergeben. Okay. Hallo? Also. Hat jemand von euch schon mal Marco Polo gespielt mit einem Browser? Ich bin Wilbrew. Ich werde mit einem Zitat anfangen. Ist eigentlich kein Zitat, sondern eine schlechte Übersetzung. Soll ich das Geld nehmen oder nicht? Daher. Dieses Zitat ist von Servetitas. Und es geht um die Regierungsstruktur nach deren Revolution. Und es eigentlich, wir machen weiter, aber fragen uns Stellen. Und wir sprechen mit einem Mann und wir stellen Fragen und sind trotzdem solidarisch miteinander. Und das ist ziemlich interessant. So. Letztes Mal, dass ich beim Camp geredet habe, es war über Hacker und Hackerspaces und seitdem arbeite ich mit Notfällen und ich arbeite mit einer Gruppe, die arbeitet und mit einer neuen Leitung und ich will es nicht nur, dass es mein Projekt ist, sondern ich arbeite in dieser Gruppe, weil ich sehen wollte, wie die Werkzeuge und die Werte uns zusammenhalten als Community. Und sind das 5000 Leute? Also hier sind wir nur 5000 Leute und das ist wirklich sehr, sehr wenig gegenüber die Planetenbevölkerung. Und was können wir eigentlich tun? Und die Projekte, die ich hier sehe, sind zwei Kategorien. Es gibt eine endliche Intervention, es gibt ein klares Ende. Und es gibt andere Sachen.
bestimmten Sachen, die weitergehen müssen. Zum Beispiel, wir denken, dass jeder Internetzugang haben soll für immer. Und das ist, was wir machen. Und das war ein super Emoticon. Und beide von diesen Sorten von Projekten sind, brauchen wir. Und bei Gigs, also ich bin nicht mehr bei Gigs Without Bounds, ich bin jetzt bei Aspiration und wir denken, dass die Technologie sollte einen Dienst sein, ein Dienst für Leute sein und zwar ohne Profit. Und ich denke, dass die Regierung und ökonomische Struktur, die wir haben, die, mit dem wir arbeiten müssen, ohne Konsens und wir kommen mal zurück okay. So, wir nehmen Geld von sehr vielen Leuten. Und wie im Hacking ist es, wir müssen irgendwie prüfen. Wir können nicht sagen, hey, du zählst nicht. Also, wir müssen manchmal auch mit den Leuten spielen. Und es gibt Konfliktzonen. Und es gibt Probleme, wenn man nicht an den denkt und die gleich einbezieht in dem Projekt. Ansonsten werden sie in keine andere Richtung gehen. Und das kann genauso schlecht sein, wenn man, also, es ist, gut ist relativ und kann sich ändern. Und, ich werde jetzt reden über Do No Harm, also tu keinen Schwanz, und das ist eigentlich die hypokratische Datensatz von der Ärzten, und wir übernehmen das in anderen Sachen, also zum Beispiel versuchen die Friede zu entwickeln und es gibt jetzt ein kurzes Beispiel. Zum Beispiel Wasserpunkte in Tansania, ein Projekt Tarifa, buchstabiert. Das ist ein Tracking von den Wasserpunkten und es gibt sehr viele Punkte in Tansania, weil eigentlich 60% der tansanischen Bevölkerung hat keinen Wasserzugang. Und wir wollen wissen, wo diese Wasserpunkte sind. Wir wollen wissen, welche funktionieren. Wir wollen wissen, welche nicht. Und das ist ein Projekt. Die Leute, die sich darum kümmern, an dem Punkt, wo es wirklich das Geld, wo wir das Geld brauchen, und um zu wissen, wie viel Wasser benötigt wird und so weiter. Die einzigen, die das Geld dafür haben und die richtig interessiert sind, sind die Regierung von der World Bank und die Regierung Tansania. Also ich bin nicht besonders begeistert von der World Bank. Und es ist okay, dass die Leute tatsächlich verantwortlich gehalten werden müssen für was sie tun. Und wir haben Geld genommen von denen, und zwar, und wir haben genau geklärt, und wir haben genau geprüft, wer wofür verantwortlich ist, und jetzt haben mehr Leute Zugang zu Wasser. Und ja, sie wissen auch, die Bevölkerung weiß auch, wie sie protestieren können. Noch eine Minute, okay. So, diese Sachen gehen. Ich bin nicht perfekt, niemand ist perfekt, keiner hier. Und ich glaube, das ist genauso mit Organisierungen und Orte wie auch zu Hause. Und wir müssen selber ziemlich viel machen. Und Regierungen sind auch nicht perfekt. Und mit Bier werde ich gerne reden über die offizielle Organisierungen, mit wem wir die Bürokratie, mit wem wir kollaborieren müssten. Und die anderen, wir brauchen einen pluralistischen Ansatz, danke. Und etwas, das funktioniert für alle in den also es kann vielleicht nicht für jeder in dem Raum funktionieren, aber wenn wir uns Fragen gegenüber stellen, dann kann es einigermaßen gehen. Und sind die Regionen bereit für uns? Und weil ein Logo erscheint auf der Logo, das heißt nicht, dass wir die Regierung hundertprozentig folgen und dass wir mitmachen, alles, was sie tun. Und ich denke, das war's. Okay? Gut, danke. Ich arbeite an dem Commercial Wireless Project. Es geht um community-basierte kabellose Netzwerke
Und während der Dauer des Projektes haben wir Grants von verschiedenen Agencies bekommen und das Entscheidende, das ich immer merke, ist, dass die Frage, welche Grants wir verfolgen wollen, und das, was am besten funktioniert hat, war, wenn wir bei Spendern geschaut haben, die gleichen Ziele hatten wie wir. Und wo wir die größten Schwierigkeiten hatten, waren, wenn für uns selber nicht klar genug war, für uns als Team nicht klar genug war, was eigentlich wir wollen, warum wir bestimmtes Geld haben wollen. Und da denke ich, dass etwas wirklich wichtig ist. Man muss, wenn man Geld von mächtigen Quellen nimmt, muss man sich wirklich darüber im Klaren sein, was man eigentlich will. Und was soll damit dann erreicht werden? Und was wollen die anderen erreichen damit? Wenn man Geld von einer großen Regierungsorganisation Geld nimmt, dann kann es natürlich sein, dass die Software Backdoors hat oder andere unschöne Konsequenzen. Es gibt natürlich Antworten auf diese Fragen, die man sich in diesem Fall stellen kann. Und all unser Zeug ist Open Source, der Code ist verfügbar, aber das, was man berücksichtigen muss, ist, dass das Ganze auch eine Belastung ist für das Team, weil jeder kriegt diese Fragen gestellt und deswegen muss man sich damit beschäftigen. Etwas anderes, was noch wichtig ist und womit wir uns beschäftigt haben, wenn man außerhalb von seinem Heimatland arbeitet und wo man dann Netzwerke aufsetzt, und eine Herausforderung für uns war die Überlegung, dass man Geld nimmt und Qualifications folgen. Also wenn man Geld von den US Department, es kam nicht ohne Folgen. Also ohne eine weitere Perzeption, die damit kommen. Und die Art und Weise, wie wir das meistens auch anhaben, ist, wir versuchen so offen wie möglich damit umzugehen und wer uns das Geld gegeben hat und wofür sie uns das Geld geben, und wir sind dann meistens finden wir Orte, mit denen wir arbeiten können, und die Communities, mit denen wir arbeiten, ohne auf irgendeine Art und Weise irgendwas verstecken, wo das Geld herkommt, sondern wir arbeiten mit dem, mit einem Verständnis von, was alles damit kommt. Und das ist deswegen waren wir in der Lage zu arbeiten in andere Länder. Und okay. Ich übernehme wieder. Mein Name ist Kate Kraus. Ich arbeite für das Tor-Projekt. Ich bin für die Kommunikation zuständig. Ich habe im März angefangen und ich bin kein Experte von Tor, aber ich sehe einen Prozess, um zu entscheiden, was wir tatsächlich tun,
Und dieser Prozess ist für Leute, die in Non-Profit-Organisationen arbeiten, zumindest in den Vereinigten Staaten. Und häufig machen wir Brainstorming auf unseren Mailinglisten. Und dann gehen wir in Hotels und brainstormen die ganze Zeit, was wir machen wollen, was wir brauchen, was wir an Werkzeugen brauchen, wie wir unsere Werkzeuge verbessern, die wir schon haben. Und kürzlich hatten wir ein Hackfest in Arlington, Virginia, in einem Hotel. Und deren Ergebnisse kann man auf unserer Webseite sehen. Und wir haben riesige Tier-Abziehen von Post-its. Und wir haben dann diese Ideen und Entscheidungen, die wir in den Hotels getroffen haben oder auf unseren Mailinglisten. Wir nehmen sie, brechen sie herunter in Aufgaben und nehmen diese Listen von Aufgaben, um sie zu potenziellen Spendern zu geben. Und manchmal kriegen wir diese Aufgaben gesponsert. Und was schwierig war, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Und was wir sehen, ist sehr wichtig. Die Zukunft von Privatsphäre. Viele von uns wollen sehen, dass einige Sachen halt sich ändern. Und wenn wir die nicht finanziert kriegen, dann tun wir das Ganze als freiwillige Projekte, was natürlich viel länger dauert. Und es ist natürlich ein viel rauerer Prozess. Und das ist, wie wir Entscheidungen treffen. Eines der ersten Geldquellen, die wir hatten, war ein Untervertrag von einem Nautik-Forschungsinstitution. Und wir hatten immer diese Beziehung mit der Navy seit dem Beginn. Und wir kriegen schon seit einer ganzen Weile Geld von denen. Und sehr viel von unserem Funding ist von der US-Regierung. Aber wir kriegen auch von Schweden, von Deutschland, von der Webseite Reddit, kriegen wir alles Geld. Und wir haben hunderte, tausende von Menschen, die uns Geld geben, kleine Geldmengen, aber jeden Monat. Und wenn wir auf die Zukunft schauen für die Finanzierung von Tor und wir schauen auf diese Leute und die Leute geben uns $5, $10, wir kriegen die Geld von verschiedenen Softwareprojekten, wir kriegen Bug Bounties und wir haben viele. Das ist unsere Zukunft, weil das Geld ist, weil 20 oder $100 pro Monat, das sind Sachen, auf die man sich verlassen kann, weil sie jeden Monat sind. Und damit können wir sehr aufregende Projekte gestalten. Und wir wollen uns mehr in diese Richtung entwickeln. Und wir erinnern uns auch an die 3 vergangenen Jahre, die relativ schmerzhaft waren. Und wir wollen jetzt Crowdfunding, I think. Und wir bewerben uns wie jede andere Organisation es machen würde auf Stiftungssponsoring. Und wir machen viel Brainstorming, wir machen Listen, wir versuchen finanziert zu werden. Wir machen unsere Entscheidung zuerst und danach versuchen wir finanziert zu werden. Und ihr könnt auch auf unsere Webseite gehen und sehen, was alles nicht finanziert wurde. Und wir haben zum Beispiel Sponsored Sie, weil das Sponsor Null ist, weil es da keine Finanzierung gibt. Und da seht ihr dann all die Aufgaben, die noch nicht finanziert wurden. Einige sind nur Aufgaben von einer einzigen Person, aber das ist halt eine Ausgangslage, mit der man arbeiten kann. Was ich euch auch noch erzählen wollte, ist mein Hintergrund als Menschenrechtlerin. Als ich zu Tor kam, die meisten Menschenrechtsorganisationen kriegen von dem State Department Geld. Also ist es relativ normal für mich, darüber Geld zu kriegen. Und ich hatte nicht wirklich Zweifel daran.
Aber ich fühle mich auch, wenn die Leute uns nach der Finanzierung fragen, dann glaube ich an das Maxim, dem Geld zu folgen. Aber es ist eine wichtige Frage, die man sich fragen muss. Wie werden wir beeinflusst von den Quellen, die uns finanzieren? Ich denke, die Haupteinflussgröße ist, unsere Hauptstrategie ist, wir haben zum Beispiel, also um Probleme zu vermeiden, haben wir reproducible builds, um Einflussnahme zu verhindern. Wir sagen, das, was ihr erwartet, das ist es auch. Und das ist es eigentlich, aber wir haben ein neues Mission Statement. Das Tor-Projekt hat ein Mission Statement. Ja, also die Menschenrechte und die Freiheiten sind Teil unserer Mission. Und deswegen bauen wir diese Software. Und das seht ihr in einer Minute. Oder gleich. Und das ist es im Prinzip. Okay. So, bevor wir die Fragen zuerst öffnen, ich möchte erst eine Frage, ich möchte eine Chance geben, dass ihr euch gegenseitig Fragen stellt. Jemand? Also, ich werde einfach reden. Ja, jetzt funktioniert es. So. Okay, ich höre. Jetzt höre ich was. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Okay, jetzt hören wir es. Jetzt hören wir es nicht mehr. Also, Mikrofonproblemen. Und wir kriegen auch in der Übersetzungskabine keinen Ton. So, jetzt. Denkst du, dass es möglich ist? Ah, kann man den hören? Der Musical-Mikrofon. Ja, Reise nach Jerusalem. So, haben wir einen unfaire Wahrnehmung des Kapitalismus wegen, weil Kapitalismus, also der Kapital, weil es, wir leben in Carnivores. Es ist eine Frage, ich habe sie gerade erfunden. Haben wir eine falsche Wahrnehmung oder eine unfaire Wahrnehmung von Kapital wegen der Kapitalismus? Ich weiß nicht, ob es unfair, aber ich denke, es ist wichtig, so wie jede dieser anderen Geldgeber und die es ist wichtig, dass diese Institutionen agieren in deren eigenen Interessen und es macht keinen Sinn, in dem zu denken als Lag. Also es macht keinen Sinn. Also man kann nicht daran denken, so wie Personen, also in manche sind nett, manche sind es nicht nett. Nein, die machen Sachen, die das war die Geschichte mit dem ganzen, keine Monolithen, sondern verschiedene Agencies, und wir müssen Beziehungen aufbauen mit den Leuten, mit den Geldgebern und die verschiedenen Leute dort. Und immer noch klar sein, dass wir machen den Arbeit für die gleiche Art, aus dem gleichen Grund, dass sie uns den Arbeit geben. Und also man muss den immer verstehen anhand von deren eigenen Interessen. Ich werde auch addieren, wenn ich diese Arbeit für eine Firma. Es gibt zwei Hauptinteressen in der Kapitalismus. Zuerst, alles ist für den Profit und die Wert für den Shareholder und die Öffentlichkeitsarbeit und Image. So, wenn wir zur Regierung gehen und wollen das Geld und wir beschreiben den Projekt auf verschiedene Art und Weise, das ist, was wir machen wollen und hilft uns und
ab dann, und das ist das ist eine Ausgangslage, die nicht so klar ist, wenn manchmal eine Körper für eine Firma arbeitet. Ich möchte auch zudem sagen, dass etwas, dass wir können nochmal sagen, dass die Folgen von das Geldgeben nehmen von einer bestimmten Organisation, und sie haben eine bestimmte Position über oder politische Position, und eine Frage ist, hey, bist du damit einverstanden mit dieser Position, und was ist die Reziprozität, wenn wir das Geld bekommen und wir sagen, ja, wir sind damit einverstanden, wir haben da eine Verantwortung gegenüber unseren Geldgebern, wir müssen den irgendwie auch informieren, und wenn wir Geld von Regierung oder und Firmen, es gibt auch Verantwortung, dass wir gegenüber denen haben. Und jetzt ist der Mikrofon schon wieder tot. Ich bin nicht sicher, dass ich die richtige Person in dem Top-Projekt, um diese Frage zu beantworten. Okay. Also, kann jemand bitte ein Mikrofon an Jake übergeben, bitte? Ich glaube, dass das Geschichte mit dem Geld von der Regierung, wir sind alle gefickt. Aber fickt es unserem Software? Nein, es fickt nicht unserem Software. Wir machen das schon öfters, aber es fickt uns. Und ich glaube, das ist das Problem. Das ist übrigens Jacob Baum. Ja, natürlich, das ist keine Frage. Und ja, es ruiniert uns. Wer hätte wirklich kein Problem mit WikiLeaks sich zu assoziieren, wenn man Geld von der Regierung nimmt? Natürlich, wenn wir kämpfen gegen Alexander, dann gehen die zu unserem Geldgeber und dann haben wir ein Problem. Und deswegen, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir nicht zu sehr korrupt werden, dass es ändert uns und es kann uns ändern und es tut uns ändern. Antwort. Ein weiterer Punkt in der Top-Projekt ist zu sehen, dass wir unterstützen Menschenrechte und wir unterstützen weitere Punkte als Gruppe, und manchmal hatten wir in der Vergangenheit, wir hatten Jake vorne, der spricht, und es ist nicht jeder in der Gruppe als Team in dieser Gruppe, und das überprüfen wir gerade, und das ist eine gute Sache, und das ist eine Sache, die wir haben, um unsere Ansichten zusammenzubringen als Team und vorwärts gehen als Team und die Menschenrechte weiterhin dran zu arbeiten. Und jetzt werden wir die Fragen der Publikum annehmen. Ich kann kaum das Mikrofon sehen. Vielen Dank für den Vortrag, und ich habe gehört, dass 15 Jahre früher, wenn du Geld von der Regierung gehabt hast, dann gab es Beschränkungen. Dann waren die Beschränkungen weniger, wenn man das Geld von der Firma stattdessen bekommen hat. Wie ist aktuell die Lage von den Bedingungen, die Firmen und Regierungen stellen im Vergleich? In meinem Hintergrund, die stärksten beschränkten finanziellen Spender sind Gesundheitsorganisationen, große Gesundheitsorganisationen, die sehr restriktiv und kurzsichtig waren, und sie haben das sehr genau alles kontrolliert. Aber vielleicht Nautic Forschungsinstitut, das uns immer noch finanziert,
wir werden von denen immer noch von den... also wir gehen zu Forschungskonferenzen und in verschiedenen Papers in... Wir sind Teil der Forschungsszene und genauso wie den Laval Laboratory. Als Forscher möchte ich ein paar Sekunden reden. Wir haben diesen Software-Tor und wir haben einen also jede Woche kommt jemand mit einem Paper, wie man das Tor ergreifen kann oder verteidigen kann. Und wir wollen diese Besprechung haben. Das bedeutet nicht, dass diese Forschungsprojekte gebaut werden oder und dass die sind wichtig. Das sind Untersuchungen, das ist Wissenschaft. Das ist nicht unbedingt die Wahrheit oder etwas, das gebaut wird. Was wichtig ist für uns, ist, wie wir damit umgehen und wie wir vorwärts gehen. Und eine Sache, die unsere Forschung tut, unsere Beziehung zu der Forschung ist, es hält uns stark gegen anderen Angreifer, die wir haben. Wenn wir Wenn ein Journalist kommt und fragt, was ist Ihre Gedanke gegen diesen Riesenattacke gegen Tor? Das ist nicht die richtige Art und Weise, darüber zu denken. Es ist fantastisch, das ist eine super Forschungscommunity und das ist gut. Und wir sind sehr, sehr glücklich, das zu haben. Und wir haben. Und Leute sind sehr, sehr. Sind sehr ängstlich gegenüber, wird es einen Backdoor geben? Und wir sagen, es wird niemals so einen Backdoor geben durch einen Geldgeber. Aber, und weil durch diesen Hunderte von Leute, die einfach durchgucken für deren eigenen Karriere, basieren auf eine Evaluation von Tor, dann ist es um diesen Gedanken von Attacke und Verteidigung. Das ist etwas, das uns sehr, sehr stark hält. Und diesen ganzen Mechanismen, das wir haben, um transparent zu bleiben, das ist genau, warum wir da sind und darüber zu reden. Und ja, also vielen herzlichen Dank an die Forschungsgemeinschaft und weil ihr uns stärkt. Und eines der, also die Regierung ist sehr langsam, wenn es darum ginge, zu bewegen. Und deswegen ist es unangenehm, damit zu arbeiten. Und es dauert alles lange. Und sie machen es sehr, wie ist es? Wenn sie es machen, dann behalten sie das, also wird es auch für längere Zeit halten. Und das ist wie ein bisschen gegen einen Gletscher boxen. Also es ist langsam. Auch wenn sie die beste Intention haben. Und auch wenn sie sehr, sehr gut voller guter Wille sind, es gibt wenig Chancen, dass sie tatsächlich alles ändern wollen, nur wegen Policy. Aber eine Firma ist zum Beispiel, das ist einfacher, aber sie können sich auch ganz deutlich schneller gegen uns selbst drehen. Und abhängig von wie jetzt, was, okay, das letzte habe ich nicht verstanden. Also, nächste Frage. Ich möchte einfach Danke sagen für das, was ihr gemacht habt. Und die Kommentare von Jake waren auch gut. Er hat recht, es gibt viele Probleme. Glaubt ihr, dass ihr sie verändert? Glaubt ihr, dass ihr die Geldgeber verändert? Wir wurden tatsächlich gefragt von einem Regierungssponsor gefragt, ob wir die Anzahl der User bekannt geben können. Und das würde natürlich bedeuten, dass wir sie de-anonymisieren müssen. Und ich habe gestern erfahren bei Roger Dingledine, dass erst ist da dieser Schock und dann anscheinend, dann sind sie damit okay, dann respektieren sie das, wenn wir ihnen sagen, nee, das geht nicht. Ich denke, dass
Ich denke, dass wir einige Spender verändert haben. Jeder von diesen Agenturen oder Grant-Programmen sind verschieden und verschiedene Leute sind dort, die das Ganze betreiben. Und nur weil, was ich eben sagte am Anfang, warum sind diese Organisationen so neu in der Finanzierung in solchen Projekten? Und sie lernen halt auch. Einige Organisationen hatten schon lange Finanzierungsprogramme für sehr lange Zeit und die ändern sich dann auch nicht sonderlich. Aber es gibt eben auch Dinge, die sich verändern und es gibt halt Raum für Änderungen und die Leute denken darüber nach und verändern sich. Die Leute, die daran beteiligt sind, an den Finanzierungsagenturen, die sind auch dafür zuständig, Gutes zu tun. Und daher haben sie bestimmte Zwecke zu erfüllen. Und daher ist es uns auch wichtig, dass wir halt unsere Werte haben und unsere Integrität. Und es passiert immer wieder in verschiedenen Organisationen, dass es etwas funktioniert, wenn man glücklich darüber ist, es zu tun. Und es gibt andere Leute, die es genauso machen. Und dann wird man gefragt, ob man mitmachen will. Und manchmal ändert man auch den Geldgeber deswegen. Ja. Und ich schwenke über zu der anderen Seite. Hallo. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Ich habe eine Menge gehört, generelle Aussagen über die Arbeit. Ich würde gerne von den Sprechern hier direkt hören, was für Situationen ihr erlebt habt, was ihr aufgibt für eure Arbeit. Habt ihr das Gefühl, ihr habt zu viel aufgegeben für eure Organisation? Wen mögt ihr nicht oder was ist problematisch? Was wir aufgegeben haben, also um erstmal zu klären, wie die Frage gemeint ist, also was haben wir aufgegeben? Ist das die Frage im Sinne von Finanzierungsagenturen oder könnt ihr einige Kompromisse nennen, die ihr eingegangen seid, die ihr bedauert habt? Und ich will halt lernen, wie man Fehler, die ihr gemacht habt, verhindern kann, so dass ich nicht die gleichen falschen Entscheidungen treffe wie ihr. Silence. Mikrofonauswahl. Also. Okay, also drogenfreier Arbeitsplatz ist eine Sache. Ein Kompromiss für uns war, wenn wir etwas nehmen, diese Liste von Dingen, und wir kriegen nur einige Dinge davon finanziert und dann sind einige Dinge nicht finanziert und dann dauert es sehr lange, diese nicht finanzierte Dinge zu tun auf freiwilliger Basis. Das ist eine Art von Opfer, aber das ist die Art und Weise, wie wir es machen. Da ist eine Gruppe von, die dafür zuständig sind und ich kann euch das offstage erzählen. Und es gibt da diese Gruppe, die zum ersten Mal Funding gekriegt hat und ich habe den Faden verloren. Also sie haben das Geld gegeben in verschiedene Sachen auf eine Weise, die eigentlich nicht so nötig sind. Sie sind komplett verrückt geworden und das war ziemlich katastrophal für eben diese Art und Weise von
von Organisationen und wenn irgendwelchen Geldgeber uns gucken, hey, werden sie genau das Gleiche machen? Und das war das erste Mal, dass irgendwas Großes passiert war und das hat nicht funktioniert. Und es war keine Kompromisse, aber das war auch keine Integrität. Ich glaube, eine Sache, die wir. Es gab Instanzen, wo wir ein Projekt gemacht haben mit einer bestimmten Community und ich kann auch nicht genau in die Spezifika gehen. Und wir arbeiteten mit einer Gemeinschaft und wir haben versucht, eine Beziehung aufzubauen. Und bei mir war es ein Aufbau von einem Netzwerk. Und die darüber zu schulen. Und ich musste rausgehen von dieser Arbeit, weil eine politische Änderung von dem Geldgeber und es gab da Probleme mit dem Due Diligence und ich bin da persönlich ich denke, es ist nicht immer, wir können da nicht unbedingt dagegen handeln. Und es gibt manchmal, wo man will besser arbeiten, damit alle diesen Sachen schon alles gehandelt sind und dass wir keine Versprechen machen, dass wir dann nicht mehr halten können. Es gibt auch Sachen, die dass wir nicht fundiert, dass wir nicht für dessen Geld finanziert kriegen. Und das bleibt auf unserem Roadmap. Und es gibt keine Zeit, um das zu tun oder kein Geld. Und weitere Frage drüben. Hi. Dankeschön für diese Debatte, und ich möchte nochmal darauf hinweisen, nicht nur für Sie, sondern für alle anderen. Also ich arbeite für eine Firma, für eine lokale Stadtregierung und wir haben Calais und LibreOffice und es gibt eine kleine Firma und viele Leute in der Regierung, die wollen Open Source, die wollen gute Sachen machen. Und nicht jeder ist ein Spion. Und nicht jeder mag die Regierung. Ja, manchmal vergessen die Leute das einfach. Ich glaube, ich werde. Wir gehen jetzt zur anderen Seite. Ich denke, dass die wirkliche Frage ist, die man sich fragen sollte, ist die Regierung, nutzt die Regierung, die Open Source Community, um ihre eigenen Ziele zu erreichen? Oder nutzt die Open Source Community die Regierung, um die eigenen Ziele zu erreichen? Die langfristigen Ziele der US-Regierung ist es, Regime zu abzuschaffen. Einige von diesen Regimen verdienen es, zu ersetzt werden. Und persönlich würde ich die ganze Regierung durch anarchistische Kommunen ersetzen. Und ich denke, dass die wirkliche Frage, die wir fragen müssen, warum sind es die Amerikaner, warum ist die einzige Person, die sich dafür interessiert, in Internetfreiheit und Regierung abzuschaffen. Warum ist das die US-Regierung? Warum sind da keine anderen Regierungen, die das ebenfalls finanzieren? Warum haben wir keine Bitcoin-Millionäre, die Millionen von Bitcoins an Leute geben, um Dinge zu bewegen? Das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, warum oder ob das langfristig funktionieren wird mit Convergence of Gold? Ich kann gerade das Mikrofon nicht hören.
Deutschland fördert Open Source Projekte und die meisten Leute, die ich kenne, sind Amerikaner und Deutschland ist, wir haben nur noch 10 Minuten, Deutschland hat gerade angefangen zu finanzieren das Tor-Projekt. Sie haben für das Entwickler-Meeting gezahlt, den Hacking Day und mindestens und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Und Entschuldigung, es ist ja so viele Amerikaner sind hier oben auf der Bühne. Okay, ich habe vergessen, dass wir das getan haben. Ich meine, dass die... Ich weiß nicht, warum die anderen Regierungen nicht finanzieren. Ich denke, mit die gemeinsamen Ziele, es ist wahrscheinlich nicht das Beste, die beste Art und Weise, immer versuchen, das Geld zu bekommen, also wissen, was der Ziel ist und immer versuchen, das Geld für den richtigen Grund zu bekommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, um das immer an sich zu behalten, weil wir sind alle familiär mit der Idee, dass die Dinge werden funktionieren. Und wir versuchen die Förderer oder Geldgeber zu finden. Und also das ist schon praktisch zu überprüfen, wo diese Sachen sich überdecken zwischen was der Ziel der Projekt ist und was der Ziel der Geldgeber ist. Weil zwei Punkte. Zweiter Punkt ist, warum fördern keine anderen Gruppen zuerst? Verdammt. Okay, ich werde einfach so starten. Das ist okay. So. Warum die Regierung? Nebelhaft und sie wollen uns übernehmen und sie wollen Regierungen stürzen und ja klar, aber wenn ich mit Leute, die in der Regierung sind und diese Leute sind, die wissen nicht mal wissen, was in deren eigenen Abteilung ist und weil es ist ein sehr komplettes System und es ist gepatscht und gepatscht und gepatscht und gepatscht. Das bedeutet, dass die Leute, die schlimme Dinge machen wollen, können damit klarkommen. Und Leute, die Sachen, wenn sie das wirklich sehr leise machen, es ist nicht Durchschnitt. Es ist Teil 1. Die andere Teil ist, warum andere Regierungen spendieren keine Zeit und Geld. Sie wollen meistens meistens Regierungen wollen deren Leute, also wollen Wasser und Essen und so weiter für deren Leute und für das Internet ist eigentlich ist zweitrangig eigentlich. Also wir sind glücklich, also wir haben wirklich viel Glück, dass unsere Regierung da daran denkt und denken kann. Wir sind in einer sehr, sehr kleinen Bubble hier. Die meisten Leute interessieren sich nicht für Internet. Es ist gut, dass wir das tun, weil die sollten das auch tun. Und wenn jeder sich darum kümmert, dann wird es auch besser. Aber und wenn sie so weit kommen, dann werden sie auch mehr Freiheit haben. Aber es ist etwas, wo sie noch keine Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich wollte noch sagen, dass die großen Tech-Companies machen Open Source und machen das auch nicht um und sie okay, also jetzt kommt die letzte Frage.
Es sieht so aus, als wenn noch niemand ein Beispiel gebracht hat, für was finanziert wurde oder und ich habe für eine Organisation, die dezentralisierten Journalismus getrieben hat, die sehr, sehr viel Geld abgelehnt hat, weil es von einer Regierung kam und die Leute haben gesagt, oh nein. Und das ist... Und wer ist da auf der... Wer ist da auf die Bühne und sagt, das ist okay, das Geld zu akzeptieren? Und... Wer ist im Land oder außerhalb des Landes und in auf irgendeine Art und Weise? Das ist eine komische Bubble. Das sind komische Umstände wegen einer Blase gegenüber Menschenrechte, weil es gibt andere Aspekte, die tatsächlich sehr wichtig sind für die Menschenrechte sind. Und das ist teilweise vielleicht die größte Schwäche, dass wir glauben, wir können etwas kreieren, statt zu verstehen, dass es gibt ganz andere Netzwerke und Systeme, die gerade im Spiel sind. Und dass irgendeiner von euch vielleicht weiter gucken, um das Geld wo ihr das Geld nicht akzeptiert habt oder wo ihr euch geändert habt oder also wenn ihr wirklich da vorne seid. Ich übernehme. Und ich meine, soweit das Ausweichen, was die Community also definitiv ein wichtiger Teil des Projektes ist, auch wenn das in anfängliche und dann, weil wir sehr viel in serverorientierte Prozesse uns beteiligt haben und was wir gesehen haben, dass die Gemeinschaft, mit denen wir gearbeitet haben, die wollten jetzt kein Umgangstool haben, die brauchten Zugang, sie brauchten eine Ressource oder eine Quelle, Zugriff darauf zu haben. Und daher haben wir die Sicherheit erhöht. Und wir haben dabei viele Aspekte aufrechterhalten und haben den Fokus des Projektes verschoben auf mehr Interaktion. Und das ist auch, was die von uns wollten. Und das hat auch mit unserem Problem zu tun. Und nachdem wir mit Leuten gesprochen haben, hat sich unser Fokus von unserer Forschung eben auch verändert. Ich gebe dir ein paar Beispiele, das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, und... Wegen der Superstandstandi, wir haben Geld angeboten bekommen, wir haben gesagt, nee, ist okay, es passt. Und jedes Mal, dass wir Geld brauchen, also es gibt ziemlich oft, dass die Leute einfach das Geld ablehnen, das kenne ich schon. Und das ist schön. Ich möchte dazu addieren, dass wir haben eine Partnerschaft mit kleineren Organisationen, wo die kein Geld akzeptieren werden von Firmen, weil es
würde gegenüber deren Benutzern einfach nicht klarkommen. Und deswegen gucken wir, dass wir als Partner versuchen, andere Wege zu finden, jede mögliche andere Weg zu finden, das Geld zu machen. Oh, scheinbar antworte ich die falsche Frage. Und es wurde gestartet von 2, 3 sehr schlaue Leute von MIT, also so Forschern, und wir haben sehr viele Vorteile und wir wollen größer werden und wir wollen viele Sachen machen, aber wenn ich daran denke, die ganzen Menschenrechtsgruppen, mit denen ich gearbeitet habe, und das ist alles. Und ich möchte die Frage noch letztendlich beantworten. Wenn wir eine Finanzierung suchen, dann kommen die die Geldgeber nicht unbedingt, hier sind Millionen Dollar, sondern und die Dinge, die wir am wenigsten gut fanden, wir haben einige Sachen gar nicht angeschaut, weil sie einfach für uns nicht ethisch in Frage kamen. Also viele von diesen, also die Fälle, wo wir Geld zurückgewiesen haben, in den Fällen haben wir proaktiv Geld beantragt. Also und es manchmal gab es Verteidigungsfinanzierung, wo es Projekte, die DARPA-Funding kriegen, wo man dann Mesh-Networking-Projekte machen kann, und einige von diesen Dingen kamen eben aus dem Militärforschung, und wir hatten die Möglichkeit einzusteigen und die Möglichkeiten auszuloten. Und wir sind halt nicht mit den Konsequenzen so da waren einige Fälle, wo es mehr gezielt ist und wo die Möglichkeiten wo wir uns dann letztendlich entschieden haben, das Geld nicht zu nehmen, den Grant nicht weiter zu verfolgen. Und es gibt einfach eine Grenze, die jedes Projekt für sich entscheiden muss, und man sollte diese Grenze nicht überschreiten. Ich denke, wir haben keine Zeit mehr. Vielen Dank für alle, dass ihr gekommen seid. Es war ein guter Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank an alle. Vielen Dank an euch alle vier. Und vielen Dank auch an die Moderatoren. Und eigentlich könnten wir ja noch viel länger darüber reden mit mehr Beispielen, aber ihr könnt euch auf ein Bier treffen.